Nächster Referent ist Klaus König, ein Urgestein des FBR seit Anbeginn der Fachvereinigung dabei. Er ist Architekt und Fachbuchautor und öffentlich vereidigter und bestellter Sachverständiger für Bewirtschaftung und Nutzung von Regenwasser. Ja, Schwerpunkte seiner heutigen Arbeit sind Veröffentlichungen zur ökologischen Haustechnik und zum Umgang mit Regenwasser im Siedlungsgebiet. Er hat eine Reihe von Fachbüchern zur Regenwassernutzung und anderen Themen erstellt, ist unterwegs im Bereich der ökologischen Heiztechnik, kann man das so sagen, auch heutzutage Pelletheizung etc., hat da eben auch die Augen offen. Ja, und hat den FBR und die Sache der Regenwassernutzung in einer Vielzahl von Projekten, von Vorträgen und Kontakten auch im Ausland, in Nordafrika, in Japan, in Korea vertreten, in China und ist immer noch oder wieder Vorstandsmitglied im FBR und auch als Vertreter im DIN-Ausschuss. Ist das richtig? Ja, DIN-Ausschuss Wasserrecycling, Regenwasser- und Grauwassernutzung tätig. Außerdem ist er seit 2011 Lehrbeauftragter an der Universität Stuttgart und Hochschule Reutlingen und vertritt da die Regenwasserbewirtschaftung in Veranstaltungen in englischer Sprache. Ja, dann bitten wir dich nach oben und sehen mal, ob das mit dem Rausholen der Zeit klappt. Ja, hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich könnte jetzt lässig kontern und sagen, wenn er nicht für die Vorstellung von mir so viel Zeit verbraucht hätte, dann hätte ich jetzt ein bisschen gehabt. Trotzdem, Dankeschön. Ich muss die Geschichte sowieso offensiver angehen, als ich das sonst mache. Das liegt einfach daran, dass ich vielleicht ein bisschen zu forsch oder naiv, je nachdem, wie man will, vor einem halben Jahr meinen Vortragstitel mit reingegeben habe, hier in die Veranstaltungskonzeption, und dass ich dann wie sonst eben den Tagungsbeitrag für diesen Band, den Sie jetzt ja alle haben, mit einem gewissen Vorlauf von wenigen Wochen machen wollte. Das ist auch gelungen. Nur was nicht gelungen ist, bei dem Thema Konzepte Gebäudebegrünung in anderen Ländern, da auch reelle Projekte zu finden. Ich wusste immer, dass es da was gibt und ich habe die auch gefunden im Internet. Aber dass davon 90% gar nicht realisiert sind, das hat mich dann doch gestört. Ich wollte hier nicht als ein Architekturtheoretiker auftreten. Ich bin eher bekannt dafür, dass ich aus der Praxis für die Praxis berichte, für Garten- und Landschaftsarchitekten oder Architekten meines Schlages. Nun, es war dann soweit, ich habe den Bericht abgegeben, den Sie jetzt im Band 16 haben. Und da sind etliche Projekte aufgeführt und dann steht bei den Bildern eben immer dran Studie. Hochhaus mit Begrünung, Studie in Singapur, Studie Melbourne und so weiter. Studie auch in Rennes, Frankreich. Und da wurde das Urban Farming gemacht, auch wieder in großer Dimension, das mein Vorredner in den letzten Folien präsentiert hatte. Insgesamt enttäuschend für mich, weil alles Studien. Und dann wusste ich von einer Sache, die ist in Mailand. Das ist hier in meinem Bericht Nummer 6. In der Reihenfolge, Projekt 6, Bosco Verticale, so viel kann ich Italienisch, der senkrechte Wald. Und da wusste ich, das wird gebaut, denn es war in Deutschland im Jahr 2012 in zwei Fachzeitschriften schon als Artikel zu finden, mit den Animationen der Architekten, wie die komplette Hochhausfassaden von zwei Wohntürmen komplett begrünt waren, und es gibt auch eine Animation, ein Bild, wo der Beton hinter diesen Begrünungen fehlt, dass man mal sieht, wie viel Begrünung, wie viel Wald da steht am Gebäude. Ja, also schöne Bilder. Die zwei Artikel, wie gesagt, hatte ich auch konsumiert, die haben andere geschrieben, und dann wusste ich auch, an wen ich mich wenden muss in Italien, habe das getan. Nachdem allerdings der Artikel hier im Beitrag schon war, aber wenigstens für diese Darstellung hier in PowerPoint wollte ich dann was Aktuelles noch haben. Die Pressestelle dort angefragt, keine Antwort. Telefoniert, dann jemand dran gehabt in Englisch, wir haben aber nichts Neues. Dann habe ich gesagt, aber Sie bauen doch, kann ich kommen?
Ich frage mal nach. Wir rufen zurück, hieß es, keine Antwort. Und mittlerweile war es dann 2 Wochen von jetzt, Rosenmontag. Ich habe noch mit Matthias Kaiser telefoniert, habe gesagt, du, das wird jetzt ein bisschen eng für mich. Entweder wir nehmen mich raus hier und hast du was anderes, redest du, moderiere ich. So in dem Sinne. Und dann sagt er, nein, du musst es wie ein Partisane machen. Kauf dir einen weißen Helm für Bauleiter, nimm die Sicherheitsschuhe mit, kauf dir eine Fahrkarte und fahr hin. Habe ich alles gemacht, den Helm habe ich dann noch zu Hause gelassen, Sicherheitsschuhe hatte ich an, weil es Winter war, in Mailand 20 cm Schnee. Ja, und was ich dann dort getroffen habe, das zeige ich Ihnen jetzt. Das ist praktisch die Ergänzung zu dem, was Sie gedruckt haben. Aber vielleicht jetzt so viel noch, damit es nicht nur nach Anekdote klingt. Das, was gedruckt vorliegt, finde ich beachtlich. Von den Konzepten her, die weltweit gemacht werden, zu, da sind wir beim Thema Gebäudebegrünung in anderen Ländern. Ich habe ja Deutschland ausgespart, weil das ansonsten heute und hier präsentiert wurde, auch von OptiGrün, von Gunter Mann, und wollte mal zeigen aus architektonischer Sicht, was sonst noch global in der Richtung Begrünung für Klimatisierung gemacht wird. Und natürlich als Grau- und Regenwassermensch, der ich bin, seit 20 oder 25 Jahren, hatte ich dann das sicher. Ich wusste, in Mailand wird begrünt und mit Grauwasser versorgt, bewässert. Denn das ist ja das große Ding. Wie versorgst du diese Riesenmengen Begrünung? Also ich war sicher, das steht und das passt. Und jetzt muss ich doch hier zugeben, ich habe also in dieser Hinsicht das Thema den doch verfehlt. Energetische Nutzung von Regenwasser oder Grauwasser habe ich nicht. Ich müsste es Betriebswasser nennen. Sie versorgen nicht mit Trinkwasser, Gott sei Dank, mit anderem Wasser. Grauwasser ist es nicht, Regenwasser ist es nicht. Wie gesagt, 20 cm Schnee in Mailand, Sie sehen es da links. Rosenmontag. Der Niederschlag in Mailand ist, ich habe es dann auch recherchiert und auch für die anderen Projekte weltweit, sehen Sie es immer über den Objektberichten, dort sind es 980 mm immerhin. Man denkt, Mailand immer schön warm und locker und so Tessin und noch ein bisschen Sizilien dabei. Nein, da regnet es ziemlich viel und in dem Moment hat es geschneit. Aber, und man sieht es auch da, noch mal ein bisschen Anekdote links im Bild, weil das Ganze so trist aussieht im Stadtpark, sind alle Abfalleimer bedruckt mit Pflanzen, mit Blütenpflanzen und das kommt schon richtig raus. Und von dort aus sieht man den nächsten, rechts von den Bänken steht schon der nächste, das ist wie so eine Orientierung in der Bergwelt mit den Steinen, die oben in 3000 Meter Höhe über die Alpen führen, so führen hier die bedruckten Mülleimer durch die sibirische Parklandschaft in Mailand. Rechts jetzt, was im Internet zu finden war, das habe ich mit hingenommen, so muss es aussehen, wusste ich, ein begrüntes Hochhaus oder zwei davon, und zwar bis in 112 Meter Höhe. Also das nennt man Wolkenkratzer per Definition, über 100 Meter sind Wolkenkratzer. Einer ist 112, der andere ist ein bisschen niedriger bei 70 Meter. Das wollte ich sehen. Und dann bin ich nach Rezept Kaiser ins Architekturbüro eingefallen. Ich hatte ja keine Einladung gekriegt, da war ein Wochenende, Rosenmontag, Dienstag konnte ich nur. Und dann bin ich Sonntag nachts nach Mailand gefahren und um 9:30 war ich dann im Architekturbüro von Stefano Boeri, dem Verfasser dieser Entwürfe. Kein Mensch da. Der Sicherheitsdienst hat mich eingelassen. Ich sah aus wie ein Architekt. Ich hatte auch die Brille dabei. Die hatten gedacht, ich bin einer von denen und war plötzlich drin. Da. Drin, aber keiner da. Das war gut. Ich wusste schon mal, Ich bin richtig, ich konnte auch Fotos machen wie dieses, das darf man sonst ja eher nicht bei Kollegen. Da weiß ich, da ist man empfindlich. Das sind wohl Modelle, die noch gar nicht publiziert sind oder für die nächsten Wettbewerbe. Nur habe ich gewusst, die machen richtig hier was. Also mutige Begrünungen. Ich muss jetzt denken, Gunter Mann vorher, du hast gehabt den 100 Wasser und du hast gesagt, er hätte es gerne noch etwas üppiger gehabt, wahrscheinlich. Da hätte er sich gefreut. Also die hier, die tragen jetzt richtig auf. Und wieder die Frage, aber woher kommt die ganze Bewässerung? Du musst das ja versorgen. Nun,
Grauwasser im Internet. Ich habe dann auch eine halbe Stunde später, als dann die Pressefrau kam, die kam zuerst, die Presseinformationen alle da bietet, mit mir am Telefon gesagt hat, sie ruft dann zurück. Dann habe ich gesagt, so, jetzt bin ich da, der Rückruf kam nicht. Und dann hat sie mir am Telefon versucht zu helfen und das war ganz gut. Sie hat dann 5 verschiedene Spezialisten und Spezialistinnen angerufen, damit die mir erklären, was jetzt dort gebaut wird. Ich habe gesagt, ich kann auch einfach hingehen, wenn sie mich lassen, aber sie hat gesagt, kommst du nicht rein. Mit Helm nicht und mit Sicherheitsschuhen nicht. Das sind 2 Personen, ein 3 Meter hoher Zaun und Tag und Nacht, also wie früher Heinrich-Heine-Straße oder Checkpoint Charlie sah das aus. So richtig hermetisch dicht. Das ist wirklich kein Spaß, das war so. Da wäre ich nicht reingekommen. Und dann hat sie telefoniert, dann hat sie mir die Spezialistin als erstes für die Botanik dieser Gebäude ans Telefon gegeben und das ging in Englisch und dann habe ich gesagt, womit wird das alles versorgt, was da gebaut wird? Im Internet steht Grauwasser. Dann sagt sie, ja, das war die Idee, aber das machen wir jetzt nicht. Wir ziehen Grundwasser. Und dann bin ich so am Telefon schon zusammengezuckt, das finde ich ja immer ökologisch fragwürdig, aus unserer Sicht in Deutschland. Grundwasser gleich Trinkwasser, gleich für die nächsten Generationen, das tut man nicht, no go. Aber, die hat mir dann erklärt, in Mailand wünscht die Stadtverwaltung dieses, einschließlich aller Behörden für Natur- und Umweltschutz oder wie sie da heißen, weil an der Stelle, an der die diese Hochhäuser jetzt bauen, City-Lage, 2 Kilometer nur vom Hauptbahnhof weg, steigt der Grundwasserspiegel Zug um Zug, und zwar von Jahr zu Jahr um etliche Zentimeter. Er steigt kontinuierlich, dann habe ich gesagt, seit wann? Dann sagt sie, seit 60 Jahren. Und das wird jetzt bedrohlich für Bestände, für bestehende Häuser mit 3 Tiefgaragen geschossen oder was auch immer dort in der Innenstadt steht. Die kriegen jetzt unten nasse Fundamente, sind nicht mit WU-Beton gebaut, aber jetzt wird es irgendwie blöd. Und deswegen soll jeder Investor, der großräumig baut, und das tun die da gerade, möglichst Grundwasser nutzen. Für WC-Spülung, für sonst was und natürlich in dem Fall auch für die Bewässerung. Dann habe ich das verstanden. Das ist gut. Das ist aus unserer Sicht dann Betriebswasser. Nicht Trinkwasser, ist immer noch interessant, da will ich hin. Dann habe ich den Bauleiter an der Strippe gehabt, hat mir alles die Pressefrau versorgt und hat gesagt, da ist einer da, der will da unbedingt rein und dann hieß es, das geht nicht. Wir sind in der Hochphase der Ausführung, da ist ein Kommen und Gehen, wir überblicken das kaum und das geht auch nicht. Hat sie ihre weiblichen Fähigkeiten in Italienisch ausgespielt, das habe ich nicht verstanden. Und plötzlich ging es dann doch. Ich hatte dann für den Folgetag um 12 einen Baustellentermin. Und dann war ich da. Das ist die Baustelle. Links das entsprechende Objekt. Rechts und hinten sieht man dann die sonst da gebauten Hochhäuser, eine Bank, Unikredit, jüngst fertiggestellt, die Fassade wie immer. Rechts auch so ein Glas-Stahlbau. Und dann plötzlich und fast in gleicher Höhe dieses Gebilde da links. Das sind Balkone für die Wohnungen, das sind also alles Appartements. Und die sind immer versetzt, diese Balkone, seitlich. Natürlich für jedes Geschoss und jede Wohnung muss einer da sein, aber auch in der Tiefe sind die versetzt. Da sind mal tiefere, mal weniger Tiefe. Und dann stand ich da und habe diese einzelnen Bäume gesehen, die man jetzt im Winter kahl nicht ganz so identifizieren kann. Aber auf den Geschossen stehen überall schon Bäume, hier in so Trögen drin. Da ist einer. Da unten ist was, da steht einer. Und die sind teilweise über 2 oder 3 Geschosse hoch, jetzt schon. Die sind gerade gepflanzt, also vor wenigen Wochen oder Monaten. Und dann verstand ich, weshalb der die Balkone immer versetzt. Damit 6 und 9 Meter hohe Bäume an den darüberliegenden Geschossen vorne auch durchkommen. Und das ist von Anfang an, haben die geplant, wo, wie hoch die Bäume und insgesamt ist es 1 Hektar Wald, da oben steht es auch nochmal, senkrecht gestapelt an 2 Wohntürmen. 730 Bäume, 5000 Büsche, 11000 Bodendecker, was wirklich einen Wald abbildet. Und das hat der Architekt nicht selber gemacht. Das hat diese Laura Gatti komponiert und das in 5 bis 6 Jahren Planungsvorlauf. Sehr, sehr detailliert. Die Bodendecker sind noch nicht drin, aber sie pflanzen jetzt in den Jahreszeiten einfach schon
die Bäume, ist natürlich jetzt auch gut, dann wachsen die besser an im Frühjahr. Und da sieht man es jetzt ein bisschen genauer, das sind zwei Abbildungen, links ist die eine Untersicht, das ist alles jetzt noch von ebener Erde aufgenommen, rechts ist eine andere Untersicht, da sieht man es ein bisschen deutlicher jetzt, wie sich das abhebt, ein paar, weiß nicht, Efeu oder was da auch schon drin ist. Ansonsten aber nur Bäume, das sind jetzt von diesen 730 so die ersten 80 bis 90, habe ich mir sagen lassen. Da sind die Höhen nochmal, 80 ist das eine Haus hoch, 112 das andere und die Bäume sind 3, 6 und 9 Meter, dann ausgewachsen. Na ja, gesagt, naja, wenn die dann mal aufhören zu wachsen bei 9 Meter, also wenn der dann da drunter kommt, dann sollte er ja mal aufhören. Ja, das ist alles Laura Gatti und die hatte das im Griff wohl. Die hat die Bäume alle ziehen lassen in einer Baumschule unter Konditionen, wie sie hier nachher sind. Die sind also künstlich in Trögen unter ungemütlichen Bedingungen wohl schon gezogen worden. Und die Höhen, das haben die wohl auch im Griff, dass das Bäume sind, die so hoch werden, wie sie sollen und nicht mehr. Dann war noch eine Vorgabe, habe ich mir sagen lassen, dass es auch, hier sieht man sogar was blühen, das sieht aus wie eine japanische Kirsche, kann ich aber nicht genau sagen. Also was Blühendes dazwischen, was jetzt vielleicht nur zufällig blüht und später mal zu einer anderen Zeit, aber die haben Animationen für jede Jahreszeit und auch das war eine ein Auswahlkriterium, dass im Herbst die Gesamtfassade ein bestimmtes Bild hat, im Frühjahr ein anderes, im Winter eines, eher so ein bisschen kahl, aber im Sommer natürlich wieder ein spezielles. Jetzt könnten Sie fragen, ja, Klimatisierung, ich meine, das ist der Ausgangspunkt gewesen, auch wenn das Projekt im Internet vorgestellt wird, heißt es immer gleich, Bosco-Vertikale, der senkrechte Wald, zur Klimatisierung in der Innenstadt von Mailand. Da habe ich jetzt leider noch keine Zahlen bekommen. Also ich hätte gerne solche Berechnungen gehabt. Was spart man da an Klimatisierung? Das ist ein Verschattungseffekt, das ist klar, das kann man sich auch vorstellen. Aber wie das sich nachher genau auswirkt, soweit kam ich in 2 Tagen nicht. Ich habe das Ingenieurbüro, das dazu geliefert hat, nicht zu sprechen bekommen. Aber jetzt zunächst mal am Gebäude selbst zum Wasser. Grauwasser ist es nicht. Regenwasser wird ja gar nichts bringen von dieser relativ kleinen Fläche. Ich nehme an, Sie entwässern das mit rein in den großen Tank. Die denken schon sehr umfassend. Die lassen Regenwasser nicht in den Kanal. Aber man redet da gar nicht drüber, das ist eine kleinere Menge. Nur jetzt hier in der Art, im dritten Untergeschoss, unter diesen Hochhäusern sind dann 4 Tiefbrunnen gebohrt. Die schütten jetzt schon Wasser probeweise, da sind also schon Bohrlochpumpen drin, damit sie garantiert die Menge haben, die sie brauchen, sonst würden sie noch einen fünften bohren. Aber das läuft gerade in so einer Probephase. Und diese Brunnen geben ihr Wasser zunächst mal in einen Zwischentank, also in eine Zisterne, etwa so groß wie dieser Raum hier. Und daraus werden dann Wasserströme abgezweigt. Und am Ende läuft ein Überschuss, ein Überlauf wieder in den Schluckbrunnen. Also das ist jetzt einer von den Schluckbrunnen, wo es am Ende wieder rausläuft und wieder in dieses selbe Grundwasser versickert wird, 20 Meter unter Oberfläche. Das ist der obere Grundwasserleiter. Die haben drunter noch andere und das Trinkwasser kommt aus dem dritten von oben. Die haben es zu tun hier mit dem Obersten. Der ist, wie es heißt, kontaminiert von Industrie, die bis vor 60 Jahren an dem Standort war. Großflächig Industrie. Keine Schwerindustrie, aber großflächig. Und die haben mit allem Möglichen, wie bei uns bei Kasernen ja bekannt, kontaminiert. Und jetzt ist die Aufgabe von solchen Entwicklern oder Generalunternehmern von den großen Flächen und Projekten, dieses Wasser zu nutzen, zum billigsten Tarif, den die Stadt ihnen anbieten kann. Kostenlos geht aus rechtlichen Gründen nicht, die zahlen aber so ein ganz Minimum. Und dafür bereiten sie das Wasser auf nach Vorgabe, sodass es, wenn es dann wieder zurückgeschickt wird, sauberer ist, als es vorher hochkam. Ich habe keine Werte, ich kann das jetzt nur wiedergeben, wie ich es gehört habe. Aber unterwegs jetzt in der großen Wanne oder in dieser großen Zisterne werden dann ein Teilstrom abgezweigt für die Bewässerung des Drucksystems, für die Bewässerung all der Tröge auf all den Balkonen, für die Pflanzen, für diesen einen Hektar senkrechten Wald.
Das ist das eine. Und dann, und das habe ich gar nicht geahnt, haben die gesagt, wo wir jetzt schon mal Grundwasser gefördert haben, mehr unter Druck als gewollt, also die Stadt gibt ja auch vor, wir müssen es dann auch reinigen und befreien von ganz bestimmten unerwünschten Stoffen, wo wir sonst gar keinen Anlass dazu hätten, das zu tun. Wenn wir das schon machen, haben wir uns das Recht gesichert, auch Geothermie, sprich Hydrothermie, also Wasser in der Form zu nutzen aus diesem Speicher, dass wir, wie der Herr Freitas gezeigt hat, ein paar Kelvin Temperaturdifferenz rausziehen, über eine Wärmepumpe in die Heizung geben und dann ist in dem Tank das Wasser entsprechend kälter. Ich habe gesagt, das tut den Pflanzen aber vielleicht gar nicht gut. Und dann haben sie gesagt, naja, deshalb sind es mehrere Bypässe und verschiedene Leitungen. Das wärmstmögliche Wasser kriegen zunächst die Pflanzen und dann wird es abgekühlt, Wärme geht in die Wärmepumpen und sie schicken dann dieses hochgeheizte Warmwasser in einer Ringleitung durchs Gelände über 5 Gebäude. 2 davon sind diese Hochhäuser. Also das ist ein Wärme- und Bewässerungskonzept aus Grundwasser. So müsste man eigentlich sagen. Und das da ist wieder das Ende, weil die mehr fördern sollen, als sie brauchen für die Bewässerung, um eben eine Aufreinigung zu machen. Über Jahrzehnte dann muss ja das laufen und das muss ja auf verschiedenen Stellen laufen, damit allmählich wohl das Grundwasser sauberer wird. Das ist jetzt so ein Kuhhandel, ihr kriegt billig Grundwasser, aber ihr reinigt uns das, sagt die Stadt oder die entsprechende Behörde. Und hier sieht man jetzt mal, links ist so ein Wärmeübertrager, Wasser, und rechts ist eine der Wärmepumpen, das steht nebeneinander. Also, und dann gibt es das auf 2 Geschossen, oben drüber ist das gleiche nochmal. Insgesamt sind es 4 Einheiten in einer Technikzentrale. 3-geschossig ist die ganze Technik unterm Grund. Dort, wo auch 3 Geschosse Tiefgaragen sind, ist ein Abschnitt oder ein Segment, ist Technik, Technik, Technik. Und da stehen 2 Wärmepumpen nebeneinander und nochmal 2 drüber und 2 Wärmeübertrager und 2 Wärmeübertrager. Sodass es 4 Einheiten sind. Von da geht dann eine Ringleitung mit allem Möglichen zur Versorgung rund an die Gebäude unterirdisch. Und jedes Gebäude hat dann wieder die eigene Station, Druckstation, wo dann Warmwasser und Heizwasser und so weiter nochmal das Gebäude selbst versorgt, also eine eigene kleine Unterversorgung. Jetzt sind wir oben im 14. Stock. Das ist der Bauleiter vom Generalunternehmer Hines, Heinz, sagen die, amerikanische Gesellschaft mit Ableger in Italien. Einer der größten Entwickler überhaupt in Italien. UniCredit gegenüber. Für 4.000 Mitarbeiter haben sie gerade zuvor gemacht und jetzt machen sie das benachbarte Segment hier. Und das sind die Tröge, die man jetzt rechts sieht. Man sieht es nicht, weil es ein Spiegelbild ist. Da sieht man so ein grünes Netz rechts in diesem, wo ich sage, da ist ein Trog, aber das spiegelt sich von oben, weil der Trog voll mit Wasser steht, Regenwasser, reingeregnet auf die Baustelle. Und er sagt, das ist gerade gut, wir wollen ja testen, ob die Tröge dicht sind. Die hängen zwar in der Luft, also da vernässt keine Wohnung drunter, aber trotzdem, er sagt, das muss ja funktionieren und wir wollen ja keine tropfende Tröge da haben. Und dann sieht man schon entsprechende Eisen da oben dran für die Attika, also für die Begrenzung oben. Das ist jetzt so ein Trog im Rohbauzustand, da wo er steht, steht der Bewohner, Eigentümer, Eigentumswohnungen. Da habe ich gesagt, ja, das ist ja schön hoch, aber ist das für die 9 Meter hohen Bäume hoch genug, dass die mit ihrer Verwurzelung da fest drin sind, wenn dann der kleine Tornado zwischen den Hochhäusern durchfegt? Man weiß es ja, da gibt es Windverwirbelungen. Und dann hat er mir eine halbe Stunde Vortrag gehalten. Das gebe ich jetzt nur in 3 Sätzen verkürzt wieder. Da habe ich gesagt, das war sehr früh schon klar, dass das nicht reicht oder kritisch wird. Und wir haben auch ein leichtes Substrat, sagt er, nicht jetzt die schwere Erde oder der Ton, in dem man den Raum da reindrückt. Das ist natürlich ein leichtes Substrat, eher wie Dachbegrünungssubstrat und da ist noch weniger Halt eigentlich. Und das Ganze muss versichert werden, Gebäudehaftpflicht. Wenn ein Baum nach unten fällt, 80 Meter tief, und er schlägt da unten 3 Leute, dann ist natürlich ein Riesenthema. Und um das zu vermeiden, gibt es Strategien, die hat er mir jetzt nicht verraten, aber er hat gesagt, wir haben 3 Tröge, 2 so übereinander noch, simuliert in Florida an einer Universität, in echt, nur die haben einen Windkanal, der diese Strömungen zwischen Hochhäusern in Mailand simulieren konnte und dann die entsprechenden Messwerte liefert und dann die Ableitung, wie das dann im Trog alles
bepflanzt, verankert, weiß nicht, was werden muss. Darf gespannt sein. Es gibt noch Raum für mehr Exkursionen, da ist noch einiges an Wissen abzuholen. Binden die die Stämme unterirdisch irgendwie fest? Ich weiß es nicht. Das ist die Bewässerung, also jetzt auf die Trogkante geschaut. Links ist der Balkon, rechts ist der Trog, noch unbefüllt. Aber da kommt jetzt in so einer Aussparung am Trog, kommt jetzt die blaue Wasserleitung, das ist die Druckleitung für die, ich weiß nicht, Tropf oder andere Versorgung, in den Trog hinein. Und ob das schon so ist, wie es sein muss, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Da wird kein Ventil nachher sein, das man da oben sieht, weil, ich habe gesagt, die Bewohner müssen die Sonntagabends immer da aufmachen und damit die Bäume Wasser haben. Die Versicherung hat auch angegeben, nachdem die Ergebnisse von Florida da waren und wir wussten, wie wir es machen, dass die Bewohner aber tunlichst die Finger von diesen Trögen lassen. Denn schlecht gewartete Tröge sind schlimmer als vielleicht gar nicht gewartete. Also wer von Pflanzen und diesen speziellen Substraten keine Ahnung hat, darf da auch nicht dran und auch nicht bewässern. Das geht ohnehin automatisch, sagt er. Da habe ich gesagt, ja und, muss man da mal Wartung machen? Also Inspektion vielleicht auch nur? Da sagt er, ja klar, wir haben ja auch Fensterputzer. Kennt man, die kommen von oben. Da geht oben eben dieser Kran einmal im Viereck und da kommen diese Gondeln runter mit den Fensterputzern. Und da sagt er, und dann kommen halt noch die Gondeln zusätzlich in der Zwischenzeit mit den Gärtnern. Da sagt er, ihre Gärtnermonturen pflücken von außen so ein bisschen das Laub raus und dann gehen sie wieder eins tiefer. Da sagt er, natürlich. Da war ich an so Filme erinnert, die es auch gibt, die sehr humoristisch sind, wo irgendwie in einem Büro oder in einer Wohnung was abläuft, was andere nicht sehen sollten und außen kommt dann plötzlich der Fensterputzer oder der Gärtner angefahren. Kann man dann sich weiter in der Fantasie vorstellen. Aber so sieht es denn aus, wenn mal Bäume drin sind und hier mal wieder ein Exemplar mit ja, stattlicher Höhe. Das ist wieder einer, der über drei Geschosse wachsen darf, weil drüber keine Balkone sind. Hier ist schon Substrat drin. 14. Etage, wie gesagt, hier, weil drüber ist noch Rohbau und die ganz oberen sind noch gar nicht gebaut. Ganz unten wird schon eingezogen. Das ist also abenteuerlich. Und dann liegen für die nächsten, für die 15. Etage schon die Bäume unten bereit. So sieht es in der Praxis aus. Rechts sind Zementsäcke, dann kommen die Bäume und links sind dann irgendwelche, ich glaube, Bierkisten oder Sprudelkisten gewesen. Links ist einer von den Bauleitern, Sie sehen es am weißen Helm. Und dahinter sind die Leitungen, und deshalb habe ich es vor allem fotografiert, die Unterverteilung der Pflanztrog-Druckleitungen. Da zweigt es dann irgendwo ab in die verschiedenen Richtungen. Geschosse. Und hier sieht man auch sehr schön jetzt mal die Tröge, oder nee, die Balkone, muss ich sagen. Und immer die Brüstung ist der Trog, komplett. Also die Balkone, wie sie übereinander versetzt sind. Und hier sieht man es nicht so schön, an anderen Stellen mal besser, dass dann manchmal auch die Tiefen noch variieren. Insgesamt, und das ist Ziel, soll im Sommer, jeden Sommer, die kompletten Zwischenräume zwischen den Balkonbrüstungen total grün sein. Und das ist der grüne Schirm, die Verschattung. Und darum geht es vor allem. Klimatisierung erstens durch Verschattung, zweitens natürlich durch die Verdunstung, über die wir den ganzen Tag auch schon reden, die da auch stattfindet. Das ist dieser Doppeleffekt. Aber quantifizierbar im Moment leider nicht, also für mich nicht. Ich habe nichts gekriegt. Und hier stehen schon mal vier Kandidaten drin in einem Trog. Und der geht auch noch über Eck, wie Sie sehen. Also die Wohnung kriegt da schon was aufgebaut an Wald. Und dann sind da oben so kleine Verankerungen, vielleicht erahnen Sie die punktweise, und da gehen Strippen runter. Dann habe ich aber geguckt, da sind die Stämme nicht mit festgebunden, was ja auch sein könnte, dass die das so anbinden und wenn die rausreißen, dann baumeln die da so an der Strippe. Ich weiß es nicht, ob es das nachher wird, aber das sah mir eher so aus, als ob die da noch Kletterpflanzen hochziehen wollen. Damit es richtig, also zwischen den Baumkronen auch noch zumacht. Man darf gespannt sein. Der Boeri, der Architekt, der das jetzt nur noch halb in der Hand hat, weil er das an den Generalunternehmer ja wie abgeben musste zur Realisierung, der ist gleichzeitig, also der ist Architekt, hat es mit zwei anderen entwickelt, Bosco Verticale, und ist Professor an drei Hochschulen in Italien. Für Architektur und Begrünung, oder das sind verschiedene italienische Titel von Fächern. Also der ist in dem Segment tätig, in dem wir heute uns bewegen thematisch. Genau da.
Der wäre ein guter Referent fürs nächste Mal. Was ich damit sagen will, weil er Professor ist an 3 Hochschulen, glaube ich, dass das Projekt nachher sehr genau verifiziert wird. Das ist natürlich das Paradebeispiel für Promotionen und Diplomarbeiten und das werden die auch nutzen. Denn so wie die bisher vorgegangen sind und was ich erfahren habe über diesen Architekten, alle Achtung, also der ist jetzt zusätzlich Bürgermeister für Kultur, passen auf, so heißt es in Italien, für Kultur, Design und Mode. Dann nimmt man das mit Mailand rein. So, und auf jeden Fall, weil er jetzt Bürgermeister ist in der Lokalpolitik, lässt er seine Architektur ruhen, macht keine Projekte mehr, weil sonst käme er in Konflikt als Mitglied der Stadtverwaltung und er lässt auch seinen Mailänder Professorenjob gerade ruhen, auch um konfliktfrei zu sein. Aber er bereitet als Kulturbürgermeister die Expo 2015 vor, die ist in Mailand, eine internationale Welt, also eine Weltausstellung, Expo 2015 mit dem Titel Bio Milano. Und da kommt all das dann in großem Stil. Und von ihm vielleicht 3-4 Dinge, aber dann nochmal 30, 40 ähnliche. Und da darf man gespannt sein und deshalb glaube ich, dass das nicht nur ein Firlefanz hier ist oder ein Gag oder eine italienische Modeerscheinung, sondern anhand dieser Person, wenn Sie mal reingehen im Internet, Wikipedia hat Stefano Boeri Biografie drin, dann kriegt man Respekt. Also das ist was Besonderes. So, jetzt nur noch mal so viel, man sieht hier noch mal ein paar Varianten von den unteren Geschossen, wie das dann so sich ausnimmt erstmal, bautechnisch. Und da sieht man die verschiedenen Tiefen. Da ist mal was weniger Tiefes, da ist was sehr Tiefes, sehen Sie da. Und das ist aber auch schon das nächste Gebäude dort versetzt. Wir gucken hier auf linkes Gebäude, rechtes Gebäude. Und jetzt zum Abschluss, ich habe wahrscheinlich keine Zeit reingeholt, aber ich will wenigstens die halbe Stunde einhalten, Mode. Ich bin natürlich in Mailand auch die Stunde um den Dom gelaufen, weil das gehört sich als Wahrzeichen, Milano Duomo. Und dann denke ich, der kann es nicht lassen. Der ist jetzt Kulturbürgermeister, dieser Professore, dieser Architekt Stefano Boeri. Und jetzt haut er sogar hier auf den Dom die Mode drauf. Der kann die Finger von den Fassaden nicht lassen. Dann weiß ich aber auch, dass in Italien und besonders in Italien die Lokalpolitik auf die Dome und die Kirchen keinen Einfluss hat, auch nicht auf die Fassaden. Und insofern habe ich dann die andere Frage mir gestellt, nachdem vor mir schon einer hier fotografiert hat, weil das ist schon ein Hingucker da im trüben Wetter. Und das sind 3 verschiedene Darstellungen. Einmal, zweimal und es gibt noch eine dritte. Da habe ich gefragt, hat das dann wenigstens was mit unserem Thema Energie zu tun? Dann könnte ich das auch noch hier mit einbauen. Und es hat. Gucken Sie mal da, oben drüber oder hier, ist die dritte Darstellung. Natürlich hat es mit Energie zu tun. Die machen abends um 6 die Lampen an, damit es auch nachts in dieser frivolen Art beleuchtet ist. Das ist so ein Gegenstück jetzt einfach. Hat mich in gewisser Weise fasziniert als Mann, hat mich aber auch als ökologisch Denkender, der heute hier vorträgt, auch ein bisschen erschrocken. Also auf der einen Seite macht er da mit dem senkrechten Wald und auf der anderen Seite macht die katholische Kirche am Dom denn sowas und vergeudet noch die Elektrizität. So, das war's, was ich heute beitragen konnte. Vielleicht war es ein bisschen dünn, aber vielleicht war es ein bisschen unterhaltsam. Danke für die Aufmerksamkeit. Applaus